Hallo ihr Lieben. Ja, nachdem ihr jetzt inzwischen wisst, daheim absolute Baustelle ist, habe ich beschlossen, jetzt mal wieder ein paar so Car-Videos zu machen, also im Auto zu filmen. Ja, weil ich hier einfach ein bisschen Ruhe habe, also auch nicht unbedingt viel, aber ein bisschen wenigstens. Und deswegen gibt es jetzt ein Car-Video von mir. Und zwar habe ich ein paar Sachen bei DM gekauft, die ich euch gern zeigen wollte. Also es sind ein paar Sachen, die ich zeigen will und ein Kauftipp, mit dem ich jetzt am besten gleich anfange. Und zwar habe ich wieder etwas Neues entdeckt, und zwar vom P2 gibt es einen Keratin Repair Code, der schützt die Keratinstruktur. Und ich lese euch gerne mal vor, was da hinten drauf steht. Reparierender Nagellack, der die Nagelplatte mit ihrer natürlichen Keratinstruktur vor äußeren Einflüssen schützt. Mit einem Vitaminkomplex auch als Unterlack geeignet. Und das war mir einfach wichtig, dass das als Unterlack geeignet ist, weil ihr wisst ja gerne, also ich trage ja gerne Nagellack. Und ja, den finde ich ganz cool, weil ich habe den jetzt schon zweimal getragen, glaube ich. Und ja, also es ist wirklich, also ich habe ihn jetzt auch drauf übrigens. Es ist einfach nur der Nagellack. Der hält so ein bisschen die Nägel auf und gibt so ein glossy Finish. Und ich habe ihn letztens sogar mal in zwei Schichten getragen. Da war er richtig, ja, richtig, wie soll ich sagen, so ein bisschen Gel-Finish-mäßig. Ja, also ich mag den momentan sehr gerne. Meine Nägel einfach ein bisschen ramponiert sind momentan. Und ich versuche jetzt gerade, sie wieder ein bisschen aufzubauen. Und ich finde, es sieht jetzt inzwischen schon wieder ganz gut aus. Ihr wisst ja, im Sommer war bei mir Katastrophe mit Nägeln. Und jetzt langsam wird's. Ja, also das als Tipp auf alle Fälle. Die sind nicht recht teuer. Ich glaube 2,50, was die kosten. Und das ist mir echt das Geld wert. Und ich habe noch einen zweiten gekauft, den habe ich aber noch nicht getestet. Und zwar den Anti-Split-Coat. Weil ich habe immer das Problem, also das schützt die Nagelspitzen, steht drauf. Und ich lese gerne mal bevor. Transparenter Nagellack schützt die Nagelspitzen vor dem Absplittern. Ein flexibles und wasserfestes Schutzschild verstärkt den Nagel und schützt die Nagelspitzen vor Aufweichen durch Wasser. Und Nachbedarf einmal auftragen, schreiben sie. Und ich habe immer das Problem bei vor allem Zeigefinger und ich glaube dem da, dass mir der Nagel vorne abblättert. Also die vorderste Schicht blättert mir immer so ein bisschen runter. Und ja, also dafür habe ich mir jetzt den gekauft und werde mal ausprobieren, ob der was bringt, ob das dann aufhört zu splittern und so, weiß nicht, so Schichten, die ich da richtig abziehen kann. Also das ist immer so mein Problem, entweder einreißen oder eben diese Schichten, die dann so abgehen. Aber ja, werde ich testen auf alle Fälle und den kann ich schon mal empfehlen, da habe ich einen guten Eindruck davon. Also von der Pflegewirkung, wie gesagt, sehen gut aus und optisch gefällt er mir auch, wenn man einfach nur mal den tragen kann. Deswegen Daumen hoch von mir als Kauftipp. Dann habe ich mir jetzt neu gekauft, kann ich jetzt noch gar nicht viel dazu sagen. Und zwar das da. Und so habe ich jetzt gestern gekauft bei DM. Ich glaube, es hat 5 Euro irgendwas gekostet, also ungefähr 6 Euro. Da sind zwei solche Löcher drin. Das heißt, da kommen zwei so ja, ölige Dinger raus. Also eins in durchsichtig und eins in rot. Und ich zeige euch gerne mal die Verpackung. Also wenn euch das interessiert, dann macht jetzt einfach Stopp, dann könnt ihr es alles mal durchlesen. Ja, also das ist im Endeffekt ein doppeltes Konzentrat für Anti-Spliss. Also einmal eine rekonstruierende, ja wie auch immer, Zeug von innen, also das Rote, und einmal glättend von außen das Durchsichtige. Und ja, wie gesagt, ich teste es jetzt mal, weil ich durch meinen Ombre-Hair-Versuch meine Haarspitzen sehr ausgetrocknet habe und das nervt mich tierisch. Also es gefällt mir immer noch ganz gut. Also ich mag es immer noch ganz gern. Es ist ja wirklich sehr dezent, wie ihr seht. Verlauf ist eigentlich ganz schön. Ich habe mein Handy runtergeschmissen. Der Verlauf ist eigentlich ganz schön geworden, finde ich. Also es ist wirklich sehr fließend und es ist sehr wenig und ich bin jetzt inzwischen echt froh drum, weil jetzt eben die trockenen Spitzen und das in den ganzen Haaren hätte mich total genervt. Also wenn ihr Erfahrung habt mit Ombre-Hair und allgemein mit Färben und Blondieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich anschreibt, weil ich bräuchte einfach mal eine Beratung mit jemandem oder von jemandem, der einfach eine Ahnung hat, weil ich habe null Plan mit Färben und ja, ich sage ja, ich finde das nicht so toll, wenn die Spitzen so trocken sind nach Blondierungen und ich wollte fragen, ob das normal ist. Also könnt ihr mir gerne mal jetzt sagen, ja, ist das normal, dass die jetzt so ein bisschen strohmäßig sind? Und ja, deswegen versuche ich jetzt gerade mit solchen Mitteln meine Haare wieder schön geschmeidig hinzukriegen. Und ich habe es jetzt gestern das erste Mal verwendet und es ist jetzt heute schon ein Tücken besser. Es ist nicht mehr ganz so hart. Aber ich habe einfach das Gefühl, meine Haare sind so ein bisschen ausgesaugt. Also was? Ihr wisst ja, was ich meine, so ein bisschen so, ja, wie es wären sie jetzt innen leer. Also oben sind sie halt schön und glatt und ne? Und unten sind sie jetzt ein bisschen so Stroh. Also, Frage an euch, da könntet ihr mir vielleicht helfen. Ja,
Könnte man da anders blondieren? Gibt es da eine andere Möglichkeit, dass man sagt, man macht sich das Armoury Hair, aber irgendwie gesünder? Oder sagt einfach, blondieren ist immer Mist und das kann man einfach, da muss man davon ausgehen, dass sie dann so sind. Also, wenn ihr da Erfahrung habt, her damit. Und ich habe mir dann zudem noch zwei Dinge gekauft, die ich euch gerne noch zeige, aber auch noch nicht getestet habe. Einmal ein SOS-Pflege-Extrem-Konzentrat, einmal die Woche Intensivpflege, auch von dieser Elvital-Serie. Das hat 2 € gekostet. Und man soll es einmal pro Woche besonders in den Spitzen auftragen und in die Längen verteilen. Und das werde ich jetzt auch testen. Vielleicht bringt das ja was, dass meine Haare wieder ein bisschen schöner werden. Und dann habe ich mir noch was ausgekauft zum Probieren von Pantene Provi. Das sieht so aus. Das ist eine Minuten Wunderampulle für extrem geschädigtes Haar und hilft Haarschäden von 6 Monaten in einer Minute zu reparieren. Da steht noch eine Anwendung, falls es euch interessieren sollte. Also das werde ich jetzt auch testen, einfach um meine Haare wieder ein bisschen schöner wieder hinzukriegen. Wenn ihr da jetzt einfach Tipps habt, dann bitte, bitte gerne her damit. Und ansonsten, was ist jetzt von mir? Es war jetzt einfach ein kleines Heulvideo im Auto mal wieder. Ja, wenn ihr gerne öfter solche Notfallvideos im Auto gerne sehen möchtet, wenn ich es einfach daheim nicht schaffe, Videos zu drehen, weil es einfach laut ist und dann laufen Männer durch die Wohnung, die irgendwelche Kabel verlegen oder irgendwelche Rohre, da kann man nicht Video drehen. Also das ist einfach Katastrophe. Ich habe da keinen ruhigen Raum momentan, wo ich sage, da könnte ich jetzt in Ruhe drehen. Deswegen, wäre das jetzt so der Notfallplan, bis das Ganze wieder vorbei ist. Also wenn ihr das okay findet, dann mache ich gerne öfter solche Notfallvideos. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt einen tollen Tag. Ich freue mich jetzt einfach mega aufs Wochenende, auf Köln und hoffe sehr, dass meine Nebenhöhlen mich jetzt nicht zu sehr nerven, weil ich habe echt so eine blöde chronische Nebenhöhlenentzündung jetzt inzwischen. Aber ich werde es überleben und ja, freue mich sehr und würde sagen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also bis dahin wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und tschüss!